immer aufpassen, wenn man diskutiert, die Schiri. Aber jetzt so kurz vor dem Spiel, das tut wirklich weh. Wenn wir 1-0 vorne und ja, ich weiß nicht. Jetzt tut es weh, aber ja, wir haben noch die Möglichkeit in dem nächsten Spiel in Tscheki. Aber ja, jetzt nach dem Spiel tut das weh, aber ich muss weiterkommen. Wir haben ein Spiel in kurzer Zeit noch in Bundesliga und dann muss wir voll fokussiert, wenn wir kommen zu Tscheki und voll vorbereitet sein. Zuallererst muss ich sagen, dass mein Gegenspieler, weiß ich, ein Kopf kleiner ist, vielleicht 20 Kilo weniger wiegt. Natürlich stelle ich meinen Körper rein, aber für mich ist das niemals ein Foul, vor allem in der Europa League und bei so einer Wichtigkeit und bei den teilweise, weiß nicht, Entscheidungen, kleinlichen Entscheidungen vorher, wo er noch ein Spieler von uns vom Platz stellt, finde ich das völlig überzogen. Ja, ich denke, das war kein Elfmeter, ganz normaler Körpereinsatz. Und ja, wenn der Schiri das so gesehen hat, dass es ein Elfer ist, kann man leider nichts machen. Wir waren klar besser, wir waren eine bessere Mannschaft. Wir haben das Spiel total im Griff gehabt, offensiv wie defensiv. Nur kleine Ansätze hat der Gegner gehabt, nach vorne hin. Also eigentlich hätten wir es verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Aber am Ende ist ja immer wichtig, dass man ja, dann auch da ist und wir haben irgendwie durch Dummheiten natürlich das Spiel dann aus der Hand gegeben, durch eine rote Karte oder gelb-rote Karte. Ja, Grüni wollte zum Ball gehen, der Ali Beck hat super sein Bein reingestellt und schon kriegt er die zweite Gelbe. Also wie gesagt, das war halt in dem Moment ja schade auch für uns, weil wie gesagt, da ist das Spiel gekippt und ja, und der Elfmeter war ja auch kein Elfmeter, also es ist unglaublich, mit dem einen Punkt immer gut nach Pilsen fahren können. Minimum heute immer alles klar machen können. Klar, die bessere Mannschaft ist ärgerlich, aber wir müssen uns ja wieder nach vorne aufrichten und müssen das Positive mitnehmen, dass wir eine Europa-League-Mannschaft klar beherrscht haben und eigentlich die bessere Mannschaft waren. Nur in Unterzahl dann halt in Verlegenheit gebracht wurden und das ist halt das Ärgerliche. Natürlich ist es schwer, wenn du in Unterzahl spielst gegen Elf, aber in meiner Meinung war nicht nur diese Situation mit Grünwald, aber wo du kannst sagen, ja oder nein, ich finde viele Situationen, wo es nicht klappt, unser Weg, aber ja. Yeah. Wir auch in der Meisterschaft, die sind sehr defensiv gestanden, wir haben das Spiel eigentlich sehr gut kontrolliert, haben nicht so viele Chancen gehabt, aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann das Tor gemacht, das 1-0. Und ja, bitte halt, dass man die rote Karte kassiert hat. Ich meine, wir haben den Gegner kontrolliert und wir wussten, wenn wir da Geduld behalten, dass wir irgendwann das Tor machen. So ist es auch gekommen, genau wie wir uns gedacht haben. Und ja, mit der gelb-roten Karte haben die natürlich nochmal Luft gewittert und die mussten aufmachen, alles oder nichts spielen, weil wenn sie das Spiel verlieren, sind sie natürlich weg. Und ja, dann kann man sagen, am Ende hat es das für die ausgezahlt und die wurden dafür belohnt. Wir finden, wir waren viel starke Mannschaft über das ganze Spiel. Und wenn wir 10 Mann muss spielen zum Ende, ist natürlich schwer und schwieriger für uns zu unser Spiel machen, wie wir wollen. Aber ja, wir haben noch eine Chance in Tscheki und wir müssen da gewinnen und ich habe auch Selbstvertrauen, dass wir das schaffen können. Ja, genau, wir sind alle enttäuscht, aber die Chance lebt noch. Wir können in die K.O.-Phase einziehen, wenn wir gegen Pilsen gewinnen und ja, das hoffen wir. Ja, wie gesagt, wir wissen, dass die Liga erstmal Basis ist und da müssen wir punkten. Wir haben natürlich auch noch gute Chancen, stehen gut da und jetzt müssen wir natürlich uns gut regenerieren und am Sonntag gegen WRC am besten 3 Punkte holen. Na, natürlich ärgere ich mich total. Also ich bin aber Trainer und ich bin schon länger Trainer, 10 Jahre und ich weiß es einzuschätzen. Ich weiß, dass wir das Positive daraus nehmen müssen, dass wir gut gespielt haben, dass wir aber mit kleinen Momenten, die aber sehr wichtig sind fürs Spiel, uns da rausgenommen haben. Und man muss halt sehen, dass wir eine Mannschaft aus Europa für mich klar beherrscht haben und das sollte der Mannschaft Selbstvertrauen geben und trotzdem müssen wir uns, wir können ja nicht zufrieden sein, trotzdem ärgern wir uns total, aber wir müssen ja am Sonntag schon wieder spielen, heute ist Donnerstagabend und von daher muss ich klar und schnell die Analyse machen und auch, glaube ich, sachlich.